Herzlich willkommen bei Blog Rebellen. Ich bin Lucia. Und ich bin Gisem. Und zusammen sind wir Homies und wir quatschen heute mit euch ein bisschen über dies und jenes. Und über unseren neuen Podcast. Genau. RealitäterInnen auf Spotify exklusiv. Perfekt. Willkommen bei den Blog-Rebellen. Heute mit zwei wunderbaren Gästinnen. Und zwar Luciano, Frau Luciano und Frau Atiaman. 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 Mit D. Atiaman. Yes. Atiaman. Eben konnte ich es noch richtig und wurde noch gelobt dafür. Perfekt. Und dann kam wahrscheinlich die Aufregung, so weil es jetzt losgeht. Jetzt geht's los. Bin voll aufgeregt. Ich auch. Isen und Lucia. Und zwar sind wir hier. Also man kennt euch ja unter Homies als DJ-Duo. Das ist voll peinlich. Manche Leute sagen immer Homies, manche sagen Homies. Wir sagen immer Homies. Ja. Homies. Also ja. Wie Homies. Dieser Unterstrich bringt mich zum... Der ist ja nur visuell, aber der wird nicht gehört. Der wird nicht gesprochen. Der wird nicht gesprochen. Oh, was, also ich sag schon, philosophische Trio hier, ne? Da ja. So, man, da Dinge, kommst du nicht drum rum. Ja. Du siehst das, aber du sprichst es nicht. Genau. Das so Thema heute. So funktioniert Französisch, sage ich. Pain. Französisch. Hattest du Französisch in der Schule? Ja. Sogar noch bis ins Abi. Ich war die Letzte aus meinem Kurs, die es gemacht hat. Du hast Leistungskurs gehabt, war? Oui, oui. Oui, oui. Was ist das? Ist das was? Oui, oui. Oder war oui, da noch ein bisschen? Oui. Je comprends français, mais pas. Aber wow. Also das Ding ist, es ist richtig witzig. So, wenn ich Leute treffe, dann merke ich erstmal, wie gar kein Französisch ich mehr kann. Also ich verstehe die, aber es ist so, man stammelt nur noch so, stammelt. Ich kann nicht mal Deutsch reden. Doch, richtig. Ja, stammelt. 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 Man stammelt nur noch so die Wörter raus. Die Wörter raus. Die stammeln nur noch raus aus mir. Ihr seid ja beide, ich meine, wir sind ja hier, weil wir über euer Podcast auch reden wollen. Und ihr habt ja auch ein Thema. Und da geht es ja nicht um Kochen oder Make-up-Tutorials. Ihr habt euch ja wirklich ein schweres Thema auf die Brust gesetzt. Es ist sehr existenziell. Mhm. Ja. Es geht um POC. Und ihr seid als POC-Frauen unterwegs und unterhaltet euch mit Menschen aus der Kunst-Kultur-Bereich über dies und jenes. Ich wollte fast so hören, so okay, wo geht es hin? Was ist das Thema unseres Podcasts? Weil ich finde, die Themen sind doch sehr unterschiedlich eigentlich, über die wir sprechen. Ja, yeah. Okay. Und ich glaube, so was den Podcast so ausmacht oder was irgendwie ihr erzählt die Folgen Geschichte. Gemein haben. Das wollte ich sagen. Also ihr seid, also es ist wichtig, wer ihr seid. Ah, das okay. Darauf wollte ich hinaus. Es ist ja so, dass ihr ja auch sagt, wir als POCs gehen da raus und erzählen die Geschichte. Und dann kommt ihr jetzt. Okay, genau. Also so Folgendes. Es geht in den Podcast-Folgen darum, also eigentlich um verschiedene Themen, die uns irgendwie auch alle betreffen, die uns alle irgendwie angehen oder für die wir uns irgendwie auch interessieren sollten. Zum Beispiel? Wenn wir als Gesellschaft zusammenhalten. Zum Beispiel die erste Folge, da geht es um Dating. Ich glaube, da kann irgendwie jede irgendwie mitreden. Oder fast jeder Mensch so in der Gesellschaft. Dann die zweite Folge, die auch am 13. Februar rauskommt, da geht es um Männlichkeit, was ja auch ein sehr aktuelles Thema ist bei uns in der Gesellschaft. So. Und was halt wir uns zur Aufgabe gemacht haben, ist eben die Stimmen hervorzuheben bzw. Perspektiven aufzuzeigen, Erfahrungen aufzuzeigen von Menschen, die jetzt nicht unbedingt im Mainstream immer repräsentiert werden. Und was wäre jetzt, also Mainstream, das ist ja so ein Buzzword, was meinst du, also was ist Mainstream jetzt also in einer globalen Welt oder Deutschland? Was wäre? Naja, global gesehen kann man es glaube ich nicht so sagen. Was weil ist global Mainstream in ist, Deutschland? Ja, Mainstream hier in Deutschland ist auf jeden Fall weiß vor allem. Die Mehrheitsgesellschaft ist weiß. Und was bedeutet straight das? Straight. Cis und cis. Okay. Straight heißt, dass man sich für das andere Geschlecht interessiert. Nein, eben nicht. Achso, doch. Ja. Sorry. Oh Gott, ich habe gerade, ja. Sorry. Es ist schon spät. Also hetero quasi. Ja, genau. Cis ist, dass man mit seinem Gender konform geht.
Und bei uns ist das halt alles hui. Ist mal das so, bei mal euch so. Auch so auch, also persönlich auch so hui? Oder also ist das wir, so, dass ihr wir identifizieren uns auf jeden Fall als queer. Und wir gehören auch nicht zur Mehrheitsgesellschaft, da wir beide nicht weiß sind oder nicht als weiß gelesen werden. Also uns erkennt, sieht man schon an, dass wir einen anderen Background haben. Das sind so alles Faktoren, die uns so ein bisschen anders machen als die Mehrheitsgesellschaft. Und genauso gibt es aber auch bestimmte andere Faktoren, wie zum Beispiel noch der Beruf, Herkunft oder verschiedene Dinge, die einen dann in eine Position bringen, wo man dann diskriminiert werden kann. Genau, einfach auch aufgrund von Frau sein. Also Sexismus ist einfach allgegenwärtig immer noch in der deutschen Gesellschaft oder auch einfach allgemein in der Welt. Und deswegen, ja, interessieren uns halt besonders die Perspektiven, die auch aus unseren Communities sozusagen kommen. Und ja, dann, das bedeutet dann konkret zum Beispiel in der Dating-Folge, dass wir mit Menschen sprechen, die nicht unbedingt, also die nicht monogam leben, die polyamorös leben zum Beispiel, die non-binär sind, das heißt sich weder als Mann oder Frau verorten, die Sexarbeit betreiben beruflich, aber zum Beispiel asexuell sind oder so, also eben ganz andere Realitäten abzubilden, das ist so unser Anspruch. Oder genau. In der Masculinity-Folge. Ja, zum Beispiel, haben wir oder habe ich mal den Vorwurf bekommen, von wegen, dass Feminismus halt auch total unfair sei, vor allem Männern gegenüber. Und wo für uns beide aber voll klar ist, so egal wo wir hingehen, wir befassen uns auch mit Strukturen, die Männer betreffen. Und deshalb dachten wir auch, dass wir da eigentlich ziemlich bald eine Folge drüber machen wollen, wo es zum Beispiel um Männer geht. Die sich mit der Frage beschäftigt, was Männlichkeit bedeutet, vor allem jetzt im jetzigen Zeitalter 2020. Kritische Männlichkeit? Ja, richtig. Auch sich kritisch damit auseinanderzusetzen. Aber was bedeutet es vor allem auch, ein Mann zu sein, wenn du halt nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehörst? Wir haben einen schwarzen Mann als Gast und auch einen queeren Mann bei uns als Gast mit syrischem Background und unterhalten uns allgemein so über Männlichkeitsthemen, so was so Erwartungen sind, wie sie selber mit Erwartungen umgehen und ist einfach auch, oder wie sie vor allem auch mit Stereotypen umgehen, wie sie vielleicht auch ihre eigene Männlichkeit performen in einer Gesellschaft, wo sie eigentlich so mehr oder weniger vielleicht ausgegrenzt werden oder diskriminiert werden. Und das sind vielleicht so Themen, die vielleicht so allgemein schon besprochen worden sind, aber wo wir meinen, so okay, im deutschen Kontext treten immer so ähnliche Charaktere auf. Meistens weiß, meistens cis, straight. Und bei uns sind das dann halt, wir sprechen auch über gewisse Themen, die wahrscheinlich auch den Mainstream interessieren, aber diese Personen, die wir einladen, haben dann nochmal einen anderen Background, somit eine ganz andere Perspektive auf gewisse Themen. Und auch wir, die sich eigentlich sehr viel mit solchen Themen beschäftigen, hatten eigentlich nach jeder Folge nochmal so ein Lernmoment. Lernmoment. So Aha-Moment. Ja, wie Oprah sagen würde. Ein so Learning. Ein Learning-Moment oder ein Aha-Moment, ja. Wo man dann nochmal so Sachen so nochmal neu erfahren hat und dachte so, ach krass. Sensibilisierter wird dadurch? Ja, total. Oder manchmal machen wir es auch bewusst, weil wir uns so im Laufe unseres Tourlebens wir dann bestimmte Sachen erfahren haben oder in unserem Party-Kontext, so bestimmte Sachen sind vielleicht, wo wir nicht so viel Aufmerksamkeit am Anfang drauf gelegt haben, aber dann im Zuge unserer Arbeit gemerkt haben, okay, wir denken die und die Menschen mit, aber wir haben gar nicht die und die noch mitgedacht und haben dann, weil das nicht immer im Rahmen einer Party oder auch im Rahmen unserer Tätigkeit immer möglich ist, gewisse Dinge anzusprechen, ist dieser Podcast, der kam einfach wie gerufen. Dass wir dann da sagen konnten, okay, diese Themen, die stehen bei uns auf jeden Fall eigentlich schon lange auf der Agenda. Mhm. Da würden wir gerne mehr Fokus drauf packen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, auch noch Leute, die halt in der Community den Diskurs mit antreiben, einzuladen und mit denen darüber zu sprechen. Ihr sagt, dieser Podcast kam wie gerufen. War es so, dass ihr diesen Podcast, also dass ihr das Thema gepitcht habt oder wurde die angefragt zu dem Thema? Also wir waren viel unterwegs letztes Jahr und da haben wir sowieso schon immer also darüber geredet, boah, irgendwie müssen wir irgendwas machen, wo wir noch mehr über Themen reden, die uns am Herzen liegen.
Und ich glaube, irgendwann war auch klar, dass es ein Podcast wird. Aber es war nie klar, wann wir den machen und wie das alles passieren soll. Und tatsächlich kam das wie gerufen. Also ihr wurdet angefragt. Ja, also es gab irgendwie dann so, hey, wollt ihr mal mitkommen? Wir connecten euch mal. Und wir so, ja, okay. Und dann war so, ja, wollt ihr, wir machen hier Podcast auch und habt ihr Bock drauf? Und wir so, oh mein Gott, wir reden schon so lange darüber. Ja. Ist gerade euer Ernst? Also in dem Kontext von Brands und mit Subkulturen arbeiten und so, das ist ja so eine Geschichte, die es so mitträgt. Und es gibt ja auch unter POCs oder Black Communities auch immer wieder diese Diskussion, na, kulturelle Aneignung. Was kriegen wir zurück, wenn wir mit einem Brand zum Beispiel arbeiten? Ist es so, dass und wie nachhaltig ist diese Zusammenarbeit? Wie war es für euch? Wie viel Mitspracherecht habt ihr da? Wie nachhaltig könnt ihr da auch dieses Thema setzen? Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns auch schon von Anfang an immer beschäftigt hat, wo wir auch immer den Dialog suchen mit unserer Community und das ist so. Jedes Jahr sozusagen gab es bei uns auch so Veranstaltungen, wo wir das zum Thema gemacht haben. Die allererste war in 2017 ein Salon, den wir gemacht haben, mit so einem, also so ein Panel quasi, wo es um die Frage ging, welche Herausforderungen gibt es an der Schnittstelle zwischen Aktivismus und Business und haben dann da mit Menschen gesprochen, die selber Plattformen haben, wie sie mit irgendwie, wie sie damit verantwortungsbewusst umgehen quasi mit ihrer Plattform oder auch nach welchen Kriterien sie entscheiden, mit welcher Brand sie arbeiten und mit welcher nicht und so. Und ich finde, da kannst du das halt nie ganz definitiv sagen, ja, mache ich oder nein, mache ich nicht, sondern jeder hat irgendwie seine eigenen Beweggründe dafür, warum das gemacht wird. Und jetzt zum Beispiel in unserem Fall sehen wir einfach ein Riesenpotenzial und eine Riesenreichweite in der Plattform Spotify, eben auch unsere Menschen, unsere Community sozusagen mit hochzuziehen und mit reinzuholen ins Boot und über Themen zu sprechen, die für uns alle schon die ganze Zeit total relevant sind und so und das eben auch an den Mainstream quasi heranzutragen, um auch, wie Lucia immer so sagt, Brücken zu schlagen zwischen eben Minderheiten-Communities und Mainstream-Gesellschaft und genau, das ist so ein bisschen der Anspruch des Ganzen und ich würde sagen, in der Gestaltung sind wir beide sehr frei, also die Redaktionsarbeit, die kommt von uns und wir suchen die Themen heraus, wir suchen die Gäste heraus und wir sprechen das ab und dann setzen wir die Folge quasi um. Wir sind auch sogar im Schnitt beteiligt und alles. Also so, wir haben überall unsere Finger mit drin. Aber es ist trotzdem immer ein Kompromiss. Ist halt einfach so. Wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, die haben ihre Vorstellungen, die haben ihre Erfahrungen, die wissen, wie bestimmte Dinge vielleicht besser laufen. Und für uns ist es einfach das erste Mal, dass wir so ein Format auf die Beine stellen. Und ja, es ist so auch auf jeden Fall eine Zusammenarbeit. Und was das mit den Brands angeht, ich finde, da gibt es einfach verschiedene Herangehensweisen. Und ich finde auch die, die sich komplett dagegen stellen und sagen, ich würde nie mit Brands arbeiten, kann ich total verstehen und respektiere sie. Und es gibt Leute, die durchaus mehr mit Brands arbeiten. Und gerade wenn wir mal zu unseren Kollegen nach England gucken, also was die alles mit irgendwelchen Brands auf die Beine stellen, wo wir immer denken, so, oh mein Gott, das hätten wir niemals getraut oder hätten wir niemals gewagt, weil wir wüssten, wir würden danach so einen Shitstorm abbekommen, wo wir uns immer denken, ey, die halten sich da kein bisschen zurück und wir sind ständig so bedacht, dass man sich das ganz gut auswählt und wie auch immer. Und dann, glaube ich, gibt es auch noch so diesen Aspekt, welche Politik fahre ich? Und ich glaube, da gibt es verschiedene, wieder auch Herangehensweisen und ich glaube, für mich und Gisem steht ganz stark im Vordergrund, dass es uns darum geht, so Repräsentationen zu schaffen, dass wir viele Leute mit nach vorne nehmen und dass bei uns das einfach auch total geprägt hat, als wir jung waren. So eine Beyoncé oder Kelis oder irgendwelche anderen Leute, die irgendwie dann so im Fernsehen oder in den Medien stattgefunden haben, haben uns auf jeden Fall inspiriert oder mich zumindest auch, das zu machen, was wir machen möchten. Und deshalb ist das uns total wichtig zu sagen, okay, wir sind dafür, dass wir mehr repräsentiert werden und mehr sichtbar werden. Wohingegen anderen das vielleicht wichtiger ist, dass bestimmte Dinge sich erst ändern, bevor sie vielleicht mit irgendjemandem zusammenarbeiten. Genau. Aber ich finde, beide Ansätze sind für mich eigentlich okay und jeder soll das dann einfach machen, wie er möchte. Das Thema sexuelle Neigung ist ja schon, würde ich sagen, gefühlt seit den 60ern immer ein Thema gewesen, immer mal wieder und immer war die Subkultur so ein Thema. Da seid ihr ja auch unterwegs, Party und solche Dinge.
Solche Dinge, Party. Erstmal Party und dann Hip-Hop-Kultur sowieso, ist ja auch ein Melting Pot von Kultur und verschiedenen Identitäten. Worauf ich jetzt hinaus will, ist, diese Themen, sexuelle Neigung, wer bin ich, ich tue, was ich will, das war immer wieder Studio 54 und solche Sachen, solche Bewegungen, ne, die gab es ja immer wieder, es sind aufgeploppt. 90er, die Rave Nations, die dann nackt durch die Gegend gelaufen sind. Was ist 2020 anders und wie spricht man diese Themen und worüber spricht man? Und wie, also wie spricht man Dinge an, diese Dinge an? Welchen Anspruch hat man jetzt? Ich glaube, was jetzt so aktuell voll das Ding ist und was auch sehr gerne vom Netz zum Beispiel Brands und so aufgegriffen wird, ist die Ballroom-Culture, die es schon seit den 80ern gibt irgendwie, die da in New York entstanden ist und von irgendwie queeren POC und schwarzen Menschen sozusagen gegründet wurde. Und jetzt irgendwie auch in Europa angekommen ist und es hier Häuser gibt und es hier die Balls gibt und so weiter, was super cool ist auf jeden Fall. Wir sind auch selber schon, wir haben selber schon auf unseren Partys auch einen Ball gehabt und so und sind auch close mit der Ballroom-Community hier. Aber so genau, wir sehen halt zum Beispiel ein wachsendes Interesse auch von Brandseiten an diesen Kulturen, an diesen Subkulturen und so, die ja eigentlich auch so Empowerment-Spaces darstellen für Menschen, die innerhalb der Mainstream-Gesellschaft eher an den Rand gedrängt werden. So. Ich würde sagen, das ist super spannend und mit so Serien wie zum Beispiel Pose oder so, die dann auch versuchen, also Pose auf Netflix zum Beispiel, die dann versuchen auch eben so die Kämpfe, die auch in den queeren Communities ausgetragen werden und diese Identitätskämpfe und so weiter und auch die, ja, diese Struggles mit Diskriminierung und so, die offen zu legen. Und ich finde das so voll wichtig. Gerade diese Sendung finde ich super wichtig, weil sie irgendwo einen Aufriss von queerer Geschichte auch darstellt. Und das lernen wir halt alles nicht in Schulbüchern so. Aber das sind so super wichtige historische Abschnitte für uns alle eigentlich. So, wir sollten alle wissen, wo die queer Community herkommt, wie sich das entwickelt hat und so. Und genau, ich würde sagen Ballroom und auch durch Populärkultur halt so Drag. Natürlich, Drag Culture ist auch voll irgendwie ein Thema und da wird halt viel drüber gesprochen. Also so viel würde ich sagen im Rahmen von so Medienrepräsentation. Vielleicht willst du auch... Dieses also, ja, Entertaining-Aspekt davon auch, ne? Das, ja, heißt, das heißt ja was, ja, von Show. Ich war jetzt gerade auch nicht sicher, wie ich jetzt die Frage so verstehen soll. Ich dachte so, es ging vielleicht darum, wie es damals war und wie es heute ist oder warum es immer wieder aufploppt, aber warum es nicht so eine Kontinuität da gibt. Mhm. Es wird immer anders angesprochen. Also jetzt Love Nation war die Love Nation, alles ist gut und wir gehen eh alle unter, aber jetzt leben wir halt, ne? Ja, so ein bisschen, ja, dieses. Ich weiß nicht, ich glaube, was heute vielleicht ein bisschen anders ist, dass die Communities durch Social Media viel besser verknüpft sind und vernetzt sind, dass es einen größeren Austausch gibt. Wir sehen können, was in Amerika passiert, was in Lateinamerika passiert, was in England passiert. Das heute auch viel eher so es vorkommt, dass uns Kollektive anschreiben, so, hey, ich komme nach Berlin, ist irgendwas, wo, und wir die vermitteln und genauso wie wir jetzt nach Amerika gehen und dadurch, glaube ich, können viele ihre Erfahrungen viel besser in Worte fassen als vielleicht damals und wodurch ich glaube, dass dieser ganze Diskurs irgendwie ein bisschen politischer geworden ist und es mehr Zugang gibt für alle. Also weg von diesem. Ich bin gespannt. Also ich finde auf jeden Fall, so wie Brands vorgehen, wirkt es auf mich nicht so nachhaltig, weil man ganz genau weiß, okay, letztes Jahr ging es darum, dass die Zielgruppe Frauen irgendwie aktiviert wird. Das heißt, man hat ganz viele Female Artists und Female Events irgendwie initiiert, um halt ganz viele Frauen anzusprechen, die ja eigentlich nur als eine Zielgruppe gesehen werden. Und jetzt ist, glaube ich, dieses Jahr der Trend, okay, es gibt ja noch die Kaufkraft LGBTQ und es gibt noch die Kaufkraft Black and Queer. Und jetzt machen wir ganz viel dafür. Und alle anderen, die gerne entertained werden wollen, denken sich, ach ja, cool, das Brand ist ja voll up to date, mag ich jetzt auch noch mehr deshalb. Also ich sehe da schon auch irgendwie so ein Voyeurismus. Also ich denke, so, wenn ihr sagt, wir wollen wahrgenommen werden, muss man ja auch in Kauf nehmen, dass es da auch einen Prozentsatz hauptsächlich Voyeurismus auch gibt. Absolut. Also ich gehe auch gar nicht davon aus, dass sich irgendwie alle Menschen da reinversetzen können oder auch überhaupt daran interessiert sind, an den nicht so schönen Aspekten davon, queer zu sein oder irgendwie, ja, mit Diskriminierung ausgesetzt zu sein und so. Ja. Und ich hoffe einfach, dass diese ganzen Formate und auch so Social Media und so, wie du sagst,
dass die irgendwie durch Repräsentation auch Empowerment schaffen. Das sehen wir auch in den Szenen hier zum Beispiel. Es haben sich super viele irgendwie queere Kollektive rausgestampft aus dem Boden in Berlin und haben ihre eigenen Veranstaltungen zusammengestellt und irgendwie haben sich vernetzt miteinander. Und genau, also ich finde... Ja, in diesem Kontext denke ich mir auch so, sollen Kollektive doch mit Brands arbeiten und von denen das Geld nehmen, um geile Sachen zu machen. Weil die Brands haben das Geld und sorry, machen meistens nicht geile Sachen. Voll, und irgendwie, man kann auch nicht immer auf staatliche Unterstützung bauen, leider. Also so, wenn man jetzt irgendwie so, ich komme ja aus diesem Bereich halt auch, aus der politischen Bildungsarbeit und aus dem NGO-Kontext irgendwie. Und ich weiß, wie es ist, Anträge zu schreiben und irgendwie um Förderung zu kämpfen und sowas. Und dann hast du so in Zeiten von AfD und so weiter, dass dann so gewisse Fördertöpfe, die einfach unheimlich wichtig waren für Minderheiten, dass die krass ausgedünnt werden und dann irgendwie nur noch punktuell gefördert wird. Und das, da siehst du halt auch den Einfluss von diesen öffentlichen Diskursen und so weiter auf die Geldvergabe. Und dann finde ich halt so, es ist umso schwieriger, dann irgendwie den Minderheiten-Communities, die dann mit Brands kooperieren oder sowas, ein schlechtes Gewissen machen zu wollen, dass sie diese Gelder annehmen, weil irgendwo müssen wir ja auch diese autonomen Strukturen aufbauen und irgendwie fördern. Und wenn es Brands gibt, die da jetzt gerade sozusagen einspringen und die Gelder bereit sind zu geben, wo das der Staat irgendwie nicht tut, dessen Aufgabe das eigentlich ist, diese Minderheiten zu schützen, dann so ist es manchmal, ne? Ja, ich habe halt ein bisschen kritisches, oder ich wünschte mir, dass wir weniger dieses branded Content hätten. Absolut. Weil es eben so ist, wenn das Interesse und wenn es eben nicht mehr so cool ist, POC zu sein oder eine Frau, queer, was auch immer zu sein, das Interesse ganz schnell woanders ist und dir wirklich ein Wirtschaftszweig wegbricht. Voll. Und das muss man sich auch bewusst machen, auf jeden Fall. Ja, und dann ist halt die Frage, wie wirtschaftet man in der Zeit, wo es gut läuft? Ja, vor allem, wie wirtschaftet man auch nachhaltig? Also, wir hatten zum Beispiel letztens eine Anfrage von einem Brand bekommen für ein Fotoshooting und das ist wirklich ein Brand, wo ich denke, oh, das wäre eigentlich ein Traum. Aber es war halt so... Willst du nicht sagen, welches? Aber es hieß dann so, ja, und wir suchen Akteure, die so in der LGBTQ-Community irgendwie aktiv sind. Und dann haben wir auch gesagt, okay, wir sind irgendwo aktiv, aber da gibt es Leute, die sind weitaus mehr aktiv. Wir haben dann also eine fette Liste mit Leuten geschickt, for free, so hey, frag die an. Oder wenn ihr davon Leute noch mit aufnehmt, dann ist es für uns auf jeden Fall, aber wenn nur wir und dann sind da Hans und Peter. Sorry, Peter. Hans und Peter mit dabei, die sich irgendwie jetzt vor kurzem geoutet haben, aber null irgendwie, aktiv sind oder sich irgendwie null engagieren, dann fühlen wir uns einfach auch gar nicht wohl in dieser Konstellation und haben das dann eigentlich mehr oder weniger abgesagt. Also ich glaube, so, das sind zum Beispiel Sachen, die man machen kann in Zusammenarbeit oder Kooperation mit Brands, dass man sich seiner Stellung bewusst ist, dass man vielleicht auch versucht, andere mit ins Boot zu holen, dass man vielleicht auch Aufklärungsarbeit vielleicht noch leistet, was natürlich wieder nicht bezahlt wird, so, dass man da irgendwie auch bedacht mit umgeht. Und ja, wir schauen auch immer, dass wir das Geld, was wir da einsacken, halt auch immer irgendwie zurückgeben. Ja, vor allem, wenn wir dann mal so eine Opportunity kriegen, zum Beispiel, wir haben vergangenen November ein zweiwöchiges Programm kuratiert, wo es um inklusives Nachtleben ging, mehr oder weniger. Also das war so der Leitfaden des Ganzen. Und da haben wir halt auch das Ganze im Rahmen von einer Brand-Kollabo gemacht, aber wir konnten dadurch halt auch einfach Leute bezahlen für ihre Arbeit und irgendwie dafür, dass sie ihre Geschichten erzählen oder auf Panels sitzen und ihr Wissen weitergeben. Und das war auch unser Thema. Also wir haben gedacht so, okay, wir machen seit einem Jahr Veranstaltungen, sogar fast 2 Jahre. Und was uns immer wieder begegnet, ist so die Frage, okay, wie sieht inklusives Nachtleben aus? Wie sieht's denn aus? Naja, indem man ganz viele Menschen mitdenkt. Ich glaube, ein Thema, was wir ganz neu mit dabei hatten, war Menschen mit Behinderung mitzudenken. Und da die haben ja im Clubnachtleben ja echt verloren, oder? So wie es jetzt gerade ist. Ja, es ist auf jeden Fall nicht optimal. So, es gibt ganz wenig Möglichkeiten. Und wir, ich glaube, barrierefrei ist da die Schlagwort. Ja, das ist halt auch so. Da haben wir auch einfach mega viel gelernt. Zum Beispiel, warum gibt es so wenig Clubs, die irgendwie barrierearm sind oder so Zugänge schaffen und so, weil einfach das bei den Baumaßnahmen früher, das war kein Muss. Also du musstest sozusagen nicht dafür sorgen, dass deine Räume barrierefrei sind und zugänglich für Menschen im Rollstuhl und so weiter bleiben. Und
Ja, und ich finde halt, sowas ist einfach dann, da hat die Politik dann irgendwo auch versagt, ne? Weil sowas könnte man auch einfach voraussetzen. In anderen Ländern macht man das zum Beispiel auch. Ja. Und dann im Nachhinein Sachen zu ändern, bauliche Maßnahmen und so weiter, das kostet natürlich auch immer irgendwo. Und die Clubs haben nicht wirklich diesen Anreiz irgendwie, weil, ja, weil sie auch nicht sanktioniert werden oder so. Es gibt jetzt wohl auch staatliche Seite, hier in Berlin zumindest einen Pott. Oder es ist ja nicht nur das, sondern auch, okay, wie kommst du denn um 3 Uhr morgens nach Hause? Richtig. Es gibt keine Taxis oder wenn, dann musst du das vorher irgendwie anmelden. Also es gibt so verschiedene Hürden. Ja. Und dann gibt es ja natürlich auch verschiedene Formen von Behinderung und verschiedene Diskriminierungsformen gegen Menschen mit Behinderung im Nachtleben auch. Und da, sich damit mal auseinanderzusetzen, war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Mhm. Passiert auch auf staatlicher Seite, das kann ich jetzt sagen. Ich war gerade auf dem Pop Summit und da kamen ja alle zusammen. Und das Thema ist anscheinend sehr hot und auch auf der Förderer-Seite. Sehr Förderinnenseite. Das ist sehr schön. Ein großes das ist Thema sehr schön. Gerade. Ja. Ja, also wir hatten da auf jeden Fall auf dem Panel, glaube ich, einige, die so sehr abgegessen waren mit der Antwort, na schreiben Sie mal einen Brief. Und, also wir kommen um Anträge ausfüllen. Also das war, ich hatte auch ein Panel moderiert und da ging es aber um Gender Gap. Mhm. Und da war meine Frage eben auch an eine Dame, die eben Förderung quasi verwaltet. Wie niedrigschwellig sind solche Anträge? Also wer hat denn Zugang und wer hat das Wissen dazu? Also es ist ja schon alleine Hierarchie in der Bildung, in dem, ne, es gibt einfach bestimmte Leute, die wissen, wie das geht und die machen das. Oder sprechen dieses Beamtendeutsch oder fuchsen sich oder sind schon irgendwie da drin in diesen. Und das ist eben auch die Frage, wenn wir diese staatliche Förderung, wie können wir das aufbröseln? Mhm. Wie können wir das fair machen? Total, ist einfach mit super viel Bürokratie verbunden. Genau. Was du alles dokumentieren musst. Also eigentlich kannst du direkt eine Person nur dafür einstellen. Ja. Gibt es auch. Es gibt wohl Agenturen, die das machen und dann quasi, wenn du die Fördermittel. Ich habe so viel gelernt auf diesem. Voll gut. Ja, siehst du, deswegen brauchen wir auch öfter so Austauschmöglichkeiten über solche Themen irgendwie. Und da fanden wir das halt voll wichtig, sowas zu schaffen. Genau. Ja. Aber es war halt auch so sponsored bei einem Brand und dafür waren aber dann. Also konnten wir sozusagen das so selber kuratieren und halt auch, also es war dann halt umsonst und deswegen war es für uns eine Erfahrung, mal so 2 Wochen so ein Programm durchzuziehen und wir dachten auch so, okay, die Leute können davon auch profitieren. Also es muss man halt auch immer sehen, so wie weit jetzt das, die Zusammenarbeit mit Brands wirklich so angefechtet werden kann. Und auch da war es zum Beispiel so, dass wir mit einer, also wir versuchen auch immer, wenn wir mit so Brands kollaborieren, ein kritisches Element da reinzubringen und das Ganze irgendwie, ne, auch dass wir uns damit identifizieren können, genau. Ja. Und da haben wir zum Beispiel auch irgendwie, das war eine Alkoholmarke und da haben wir das durchgekriegt, eine Soberparty zu machen. Und also irgendwie, das Thema war halt Mental Health and Nightlife und da gab es ein Panel dazu und auch das Thema so Sobriety, wie sagt man das auf Deutsch? Nüchternheit? Keine Ahnung. Nüchtern. Ja, nüchtern sein, Nüchtern sein im Nachtleben und so, das ist ja auch einfach ein schwieriges Thema für manche Menschen, die vielleicht Suchterfahrung haben und so dann überhaupt am Nachtleben teilzunehmen, wo es so viele Trigger gibt und so. Und genau, wie können wir das reflektieren? Und dann haben wir mit einem Kollektiv aus London zusammengearbeitet für diese Sober Party, die das sehr super machen dort, das Misery Kollektiv. Und da gab es dann auch so verschiedene Stationen. Da gab es zum Beispiel eine Art Therapy Corner, da konnten die Leute dann malen. Da hast du ja dann auch so Bilder gemalt und so, ne? Auf einer Party? Ja, auf einer Party. Ja, irgendwie. Die ganze Wand war voll mit Bildern am Ende. Ja. So. Da gab es eine Tattoo-Ecke, eine Tarot-Ecke. Man war beschäftigt. Ja. Man war beschäftigt. Eigentlich eine Beschäftigung. Genau. Man braucht was in der Hand, ne? Ja, voll. Oder einfach so. Voll. Und es wurde viel mehr gequatscht auch. Und es gab so fancy, also es gab auch trotzdem fancy Drinks, aber die waren dann halt ohne Alkohol und so. Und also. Ja. Die hatten trotzdem Spaß. Ja, wir hatten super Spaß. Ich war richtig beeindruckt. Alle waren beeindruckt. Aber das ist ja indirekt dann wiederum die Antwort auf dem, wie geht man diese Themen 2020 an? Die Partys, die gefeiert wurden, dieses exzessive, sich irgendwie dem Rausch hingeben, das hat ja auch wirklich dazugehört. Und da sind wir in dieser Generation, ich sage immer die jüngere Generation, weil ich ja schon ein bisschen älter bin, denke ich immer, geil, wie die offen auch oder wie ihr offen mit Mental Health umgeht. Mhm. Das sind so Themen, das wäre, glaube ich, in Generationen... Unsere Eltern. Vor, Also ich brauche keinen Psychiater. Nee, doch, nein, ich bin nicht krank. Ja. Geh doch selber. Das ist richtig witzig, weil diese Generation
ist in sehr vielen Sachen sehr, sehr stur. Ja. Wie oft ich das auch irgendwo aber gehört habe. Aber das ist ja wiederum gesellschaftliche Geschichte. Du bist ja dann schwach. Also das geht ja auch, wie, welche Position hast du in dieser Gesellschaft und wie musst du funktionieren? Und was bedeutet das, wenn du so einen Score hast, dass du psychische Schwierigkeiten haben könntest oder mental Herzgeschichten. Ja, ist halt super stigmatisiert und gerade auch, glaube ich, für Frauen oder eigentlich auch für Männer. Das ist immer irgendwie so sehr, etwas sehr, sehr Negatives über einen aussagt, dass man irgendwie crazy ist oder was auch immer. Ja, dass man überhaupt einen Zugang zu seinen Emotionen hat als Mann. Ne? Das ist ja auch schon, kann man gar nicht voraussetzen irgendwie, weil das ja ganz oft auch tabuisiert ist, dass Männer überhaupt irgendeine Form der Schwäche zeigen, irgendwie Gefühle zulassen und so. Es wird immer erwartet, dass irgendwie Männer so stabil sein müssen und so. Ne? Fels in der Brandung. Genau, Fels in der Brandung. Ja. Und da wird es irgendwie Frauen, glaube ich, nochmal eher quasi so verziehen oder nachgesehen, wenn sie irgendwie emotional sind. Wobei sie, wenn sie dann emotional sind, auch sehr als hysterisch oder halt crazy abgestuft werden. Du musst oder das dann weniger emotional sehen. Ja, das ist ja dann auch immer, also Emotionalität ist eh so ein Tabuwort. Voll, und ich glaube aber auch, dass Männer zwar irgendwo damit zu tun haben, mit dem Zugang zu den Emotionen, aber gleichzeitig, wenn sie die dann vielleicht mal für sich gefunden haben und vielleicht auch mal so ausleben, dass sie dann natürlich dann auch von ihren Freunden oder auch von den Frauen dann auch wieder damit zu tun haben, dass sie da auch wieder Reaktionen bekommen, so, die nicht immer positiv sind. Mhm. Ich glaube, so jeder, also es kommt, kämpft da so ein bisschen so für sich diese Vulnerability. Ja, sag mal so. Verletzlichkeit? Verletzlichkeit zuzulassen. Voll. Und auch darin eine Stärke zu sehen. Es ist und das Nüchtern auch. Ja. Nüchtern, weil das, da sind wir, das ist so schön. Das ist so ein Riesenthema auf jeden Fall im Podcast, also in der Masculinity-Folge. Ja, welche Folge ist das denn? Das kommt auch am Donnerstag raus. Da geht es auch um Verletzlichkeit. Bei der Männlichkeit. Oder auch um Mental Health. Da geht es ganz viel auch um Mental Health. Ah, okay. Mhm. So, müssen wir auf jeden Fall hören. Ja. In diesem Sinne, Ladies, es war mir ein Vergnügen. Es war mir ein Fest. Euch, nee, mir war es ein Vergnügen. Mir war es eine doppelte Party. Bäm. Und toi, toi, toi zum Start. Es wird Bombe, bin ich mir ganz sicher. Oh, sorry, das Mikro. Ja, kein Problem. Da lassen wir die Bombe platzen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Danke euch.